Am 23. Spieltag der deutschen Eishockeyliga ist der Angstgegner zu Besuch. In der Jaila Arena treffen die Pinguine auf die Pinguins, Krefeld auf Bremerhaven. Und das ist eine Mannschaft, gegen die das Team von Igor Zakhakin traditionell Probleme hat. Das hätte sich heute gern ändern dürfen. Und die Pinguine, die versuchen alles und gehen früh in diesem Match in Führung. Vierte Minute, 3:26 um genau zu sein. Schuss blau und dann Alex Weiß von Lessio und Herschley. Das sind die Assistenten. Lukas Lessio macht bei diesem Treffer seinen 50. DL-Punkt und insgesamt ein richtig gutes Spiel. Wir gehen in die 8. Minute, denn da fällt der Ausgleich. Mija Verlic. Fishtown wird besser und erarbeitet sich diese Gelegenheit. Trifft durch Mija Verlic von Jeglic und Urbas. Der 10. Treffer des Slowenen in dieser Saison. Die mitgereisten Pinguins-Fans gar nicht unzufrieden mit dem, was sie gesehen haben in den ersten 20 Minuten. Wir gehen in den Mittelabschnitt. Und da ist plötzlich Ty McGinda. Freitag konnte er nicht spielen. Heute präsentiert er sich dafür umso besser. Bringt seine Mannschaft gegen die Krefeld-Pinguine und Oleg Schilin mit 2:1 in Führung. Und danach, ja, da wird Krefeld stärker und versucht es. Aber Brandon Maxwell mit einem XXL-Safe. Hier sehen wir den Doppelpack. Das macht er hervorragend. Hält seine Mannschaft im Spiel, die Führung behält mit 2:1. Und dann ist Brugisa da. McGinn zum zweiten. Und es heißt 3:1. 36. Minute. Tolle Vorarbeit von Philipp Brugisa. Und Ty McGinn, der die Scheibe reinbrachte, sorgt für den Abschluss. Sein 7. Treffer in dieser DL-Saison. 29 Sekunden später, dieses Foul gegen Jeremy Bracco von Philipp Brugieser. Dafür gibt's Penalty. Und den versucht Bracco zu verwandeln und er schafft's. Anschlusstreffer 2:3, genau zum richtigen Zeitpunkt. Krefeld zurück im Match vor der Drittelpause. Und der Penalty selbst ein echtes Zuckerstückchen. Das Schlussdrittel. Es wurde zum Drittel der Pinguine vom Niederrhein, die sich nochmal steigerten und diese Chance kreierten, die zum Treffer wurde. Alexander Bergström. Sein 7. 3:3, 46. Minute. Sie drückten und sie verbuchten den Treffer. Im Powerplay. Es war der 2. des Abends. Urbas saß draußen und Bergström und Bracco feiern. Auch im weiteren Verlauf. Krefeld mit Druck, aber Fishtown kann Tore aus dem Nichts, aus Situationen, die fallen wie diese. Schilin geschlagen, der Torschütze heißt Mauermann. 54. Minute, erneute Führung für die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven. Und das langte. Am Ende bedankte sich die Mannschaft bei Brandon Maxwell für eine Top-Leistung und einen 4:3 Erfolg, der auch dank ihm möglich wurde. Ja, nicht schon der Beste, aber 3 Punkte im Krefeld. Ein Sieg ist ein Sieg. Ja, alles, alles gut. Wir bereit für das nächste Spiel. Wir können besser machen, aber heute ist es ist okay. Ja, wir sind schlecht ins erste Drittel reingestartet und das zweite Drittel war auch nicht das Beste für uns. Wir sind hinten nicht gut rausgekommen, haben vorne unsere Chancen nicht genutzt und deswegen stehen wir am Ende mit leeren Händen. Bremerhaven bleibt der Angstgegner für die Krefeld-Pinguine. Trotz einer tollen Aufholjagd reicht es nicht für Zählbares. Aber der Aufwärtstrend, der hält weiter an. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.